So, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen hier im großen Saal zum großen Thema Rücken. Rücken hat jeder. Willkommen Publikum am Livestream. Drei spannende Themen erwarten uns von Kollegen der BGW. Ich bin selber BGW-Mitarbeiterin. Ich bin Berufskrankheitenberaterin, Reha-Managerin. Ich würde Ihnen gerade einen kleinen Ablaufplan geben, dass wir gesund und auch gut zuhören können. Ich sage immer gesund zuhören, dass jeder halt auch alles versteht. Das heißt, jeder Redner hat 20 Minuten Zeit und im Anschluss können wir gern in Gespräche, in Diskussionen gehen. Als allererstes bitte ich den Herrn Römer zu mir hier hoch auf die Bühne. Herr Römer ist Aufsichtsperson bei der BGW, das heißt, kommen Sie ganz schön nach oben. Eine wichtige Person der BGW, die nach draußen gehen, die Unternehmen mit unterstützen. Er ist seit 2013, habe ich gelesen, Leiter des Bereichs gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie und hat heute das Thema Gesundheit am Arbeitsplatz gemeinsam leben und umsetzen. Viel Spaß. Ja, vielen Dank, Frau Nagel. Ja, mein Name ist Dirk Römer. Ich begleite seit 2013 die gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie mit dem Thema Muskel-Skelett-Erkrankung, jetzt Muskel-Skelett-Belastung. Und das führt mich zu Ihnen heute. Das ist mein Thema. Ich habe das Thema Gesundheit am Arbeitsplatz gemeinsam leben und umsetzen jetzt als Titel gewählt. Das ist ein bisschen wieder Metaebene. Vielleicht Metaebene ist auch ein guter Hinweis darauf, was GDA ist. GDA bedeutet, wir als Unfallversicherungsträger, wir als Berufsgenossenschaft für Gesundheits- und Wohlfahrtspflege sind Teil einer Partnerschaft aus Bund, Ländern und Unfallversicherungsträgern. Da kommen noch die Krankenkassen hinzu und insbesondere auch die Sozialpartner. Und wir gemeinsam versuchen, das Thema Muskel-Skelett-Erkrankung oder jetzt Muskel-Skelett-Belastung unter ein Dach zu bringen und in eine kompromissfähige Präventionsarbeit zu zwingen. Und ein Thema ist halt das Thema der Umsetzung. Und weil ich gerade aus dem Thema GDA komme, bin ich dann auch genötigt worden, das Thema grundsätzliche Neuerung Ihnen beizubringen. Und deswegen ist mein Vortrag in zwei Teile unterteilt. Das erste ist, was gibt es Neues zum Thema physische Belastung? Und da will ich jetzt gar nicht großartig auf die Grundlagen eingehen, das wird gleich der Kollege machen. Hier steht aber etwas zum Thema Verknüpfung der AMR 13.2, die kennen Sie sicherlich, zu dem Bewertungsbogen der Leitmerkmalmethode. Leitmerkmalmethoden, das ist etwas, was wir als BGW eigentlich noch nie offensiv propagiert haben. Das ist etwas, was vielleicht Industriebetriebe gerne gemacht haben, aber wir haben damit eigentlich nie gearbeitet. Auch das wird Herr Fischer gleich erklären, warum wir das gemacht haben. Also das Thema Leitmerkmalmethoden ist auf jeden Fall jetzt in der arbeitsmedizinischen Regel verankert und dort auch mit Punktwerten und Berechnungsmethoden hinterlegt. Und das Ganze fußt darauf, dass man sagt, also gut, es gibt verschiedene Ebenen, es gibt einen Methodenkoffer zur Gefährdungsbeurteilung und da gibt es verschiedene Ebenen. Ich will das nochmal kurz erklären, wie man Belastungen im Betrieb erkennen kann. Es gibt so ein Grob-Screening. Vielleicht haben Sie das von der DIGOFOR schon mal gesehen. Da wird gesagt, na, haben Sie das? Wie stark ist das? Und dann können Sie daraus Maßnahmen entwickeln. Dann gibt es spezifische Screening-Verfahren. Dieses spezielle Screening-Verfahren, das erste, was Sie dort sehen, das sind halt diese Leitmerkmalmethoden. Die sind ursprünglich bei der Bauer entwickelt worden und in den vergangenen Jahren zusammen mit den Unfallversicherungsträgern zu einem neuen Methodenkoffer erweitert worden. Ja, das sind in Summe jetzt 6 Leitmerkmalmethoden, die spezifische physische Belastungen versuchen zu bewerten. Wie das geht, das will ich Ihnen gleich noch ganz kurz skizzieren. Und dann gibt es weiter tiefer sogenannte Expertenverfahren, das Expertenscreening, das, was Sie dort sehen, dieses OWAS zum Beispiel, das ist in der Automobilindustrie, das wird bei uns so gut wie nie gemacht, das sind spezifische Arbeitselemente
Und dann tiefer, und das kennen Sie dann vielleicht wieder, das ist jetzt zum Beispiel die betriebliche Messung, das QELA-System, das ist Ihnen sicherlich bei uns schon mal über den Weg gelaufen. Das sind dann so sehr spezifische, sehr detaillierte Sequenzmessungen von Bewegungen. Und da zum Beispiel haben wir in den letzten Jahren bei Druckbelastungen der Lendenwirbelsäule haben wir mit dem QELA-System viele Messungen durchgeführt. Und dann gibt es natürlich noch sowas wie Labormessungen, die wir auch als Grundlage nehmen. Also im Kern geht es hier um diesen orangefarbenen Bereich und in diesem Bereich bewegen wir uns als Fachleute, das ist ich will nicht sagen die Laienebene, aber das ist die Ebene, in der wir betrieblich vielleicht tätig sind und da eine spezielle Rolle haben denn halt diese Checklistenverfahren, weil die sozusagen den Einstieg bilden und dann das spezifische oder spezielle Screening mit den Leitmerkmethoden, mit der Verankerung im untergesetzlichen Regelungswerk in den arbeitsmedizinischen Regeln. Und deswegen sind die so wichtig geworden. Und hier, wie schon gesagt, gibt es die Neuerungen. Und ich will diese Tabelle mit Ihnen gar nicht so durchgehen, aber es ist so eine Art Formelwerk, was sich da bietet. Man muss bestimmte Elemente bewerten. Also wie oft gehe ich zum Beispiel mit einem Hebevorgang um? Wie wird der ausgeführt? Wie ist meine Haltung? Gehe ich das mit einem Arm, mit zwei Armen? Also das sind so auch verständliche Dinge. Und dann muss man das jeweils ankreuzen und Sie sehen, dann werden da Zahlenwerte erreicht, die müssen Sie dann zusammen addieren, dann mit einem Wichtungsfaktor mal nehmen und dann bekommen Sie eine Zahl. Und diese Zahl finden Sie wiederum in der Tabelle der AMR 13.2. Und das hat man jetzt mehrere Jahre gemacht, da gab es diese drei Leitmerkmalmethoden, die Sie vielleicht auch schon kennen, Heben und Tragen, Schieben und Ziehen und manuelle Arbeitsprozesse. Und da hat man natürlich gesagt, ja, was macht denn ein Postbote, der den ganzen Tag mit dem Fahrrad umherfährt? Was machen denn die Menschen, die zum Beispiel pflegen? Ist das jetzt richtig erfasst? Ja? Oder auch, was ist mit denen, die jetzt in die Windkraftanlagen hochsteigen? Da hat man gesagt, da gibt es ja ganz andere Arbeiten, ganz andere Belastungen. Und da hat man sich dann entschlossen, gemeinsam Bund und Unfallversicherungsträger in einem gemeinsamen Projekt das Neues zu entwickeln. Und das Ergebnis liegt jetzt im Kern vor. Ja. Es ist immer noch nicht komplett verabschiedet, aber es ist im Kern das, was ich Ihnen heute präsentieren will. Und Sie sehen auch, und darauf verweise ich gleich, und das wird gleich dann Herr Fischer auch noch machen, dass hier in dieser Tabelle ganz tief unten wirksame Lasten für Frauen größer 25 Kilo mit 25 Punkten bewertet wird. Und 25 Punkte, das ist genau der Wert, der gebraucht wird, um in den Begriff der wesentlich erhöhten Belastung zu kommen. Ja, und die, für die Pflege gilt somit, ja, Sie haben, wenn Sie einmal über 25 Kilo heben, kommen Sie automatisch in diesen Leitmerkmethoden in den Bereich der wesentlich erhöhten Belastung. Das bedeutet nicht, dass Sie sofort erkranken, sondern es geht darum, dass Sie denn präventiv Maßnahmen machen müssen. Und diese Präventivmaßnahmen, die kennen wir und mit denen haben wir uns seit Jahren beschäftigt. Ja, also dieser analytische Teil fliegt quasi weg. Sie haben ja gerade gesehen, das sind diese drei Leitmerkmalmethoden, die als Grundlage für die Gefährdungsbeurteilung physische Belastungen dienen. Und da sind jetzt die drei neuen hinzugekommen. Das sind denn Ganzkörperkräfte. Ich hatte das gesagt, also was passiert, wenn man wirklich mit dem ganzen Körper zum Beispiel an einem Hebel ziehen muss. Körperzwangshaltung, das ist auch so etwas, wenn man in einer Position, zum Beispiel im Krankenhaus bei Mikroskopieren, im Labor tätig ist, da wird das zum Beispiel relevant. Oder bei BGW-Branchen ist es zum Beispiel der Friseurbereich, aber auch Zahnärzte, OP, sehe ich ganz deutlich im Bereich der Körperzwangshaltung. Darüber muss man sich, also insofern ist das jetzt für uns kein Werk, wo wir uns nonchalant dran vorbeischleichen können, sondern hiermit müssen wir uns demnächst auseinandersetzen. Körperfortbewegung, hatte ich ja gesagt, das ist sowas wie zum Beispiel Fahrradfahren, auch da wäre spannend. Wir sehen ja jetzt zum Beispiel im ambulanten Bereich durchaus, dass das Fahrradfahren eher noch als körperlicher Ausgleich zum Pflegertätigkeit vielleicht gesehen wird, aber auch da gibt es durchaus Nuancen, ja, wie das gesehen, also wenn man zum Beispiel den ganzen Tag rumläuft, es gibt ja Krankenschwestern, die durchaus einen Schrittzähler dabei haben, wo sind da die Grenzbereiche? Also es wird auch gerne auf jeden Fall, in diesem Bereich kann man es auf jeden Fall bewerten oder kann man es versuchen zu bewerten und dann hat man wieder diese Tabellenwerte. Ich habe Ihnen nochmal zwei Tabellen zugemutet. Das eine ist jetzt zum Beispiel eine Tabelle für diese ganzen Behälter, die Sie auch im Krankenhaus haben. Das sind Essensbehälter, da sind auch mal Müllgroßbehälter
oder aber auch natürlich die Krankenbetten, die unter die LMM ziehen und schieben passen und natürlich die Bewertung heben und tragen. Und auch hier gab es eine Neuerung. Und auch hier sehen Sie mit dem roten Pfeil gekennzeichnet Lasten über 25 Kilo bei Frauen. Und Frauen tragen ja die meiste Last in der Pflege. 25 Kilo ist auch nach der Revision geeignet, die Schwelle der wesentlich erhöhten Belastung einfach zu überschreiten. Mehr sage ich dazu nicht, das macht der Kollege. Jetzt ist die spannende Frage, jetzt haben wir diese tollen Instrumente, machen die Betriebe das, leben die das, weil der Titel heißt ja Leben die Betriebe das. Und dann haben wir auch geguckt, auch im Rahmen der GDA, haben festgestellt, und diese Untersuchungen sind eigentlich relativ stabil über verschiedene Programme, so 50% bei den guten, 56% bei den guten Betrieben, bei größeren Krankenhäusern ist das mehr, klar, aber der Betriebe machen Gefährdungsbeurteilung so, dass man sagen kann, die ist gut. Ja? Und das ist, da fragt man sich natürlich, woran liegt das, dass die anderen es nicht machen? Wir haben es denen ja allen erklärt, vielleicht taugt das nicht, woran liegt es? Und auch da gibt es eine Studie, die heißt von Chesney et al. Aus dem Bereich der Bauer. Und hier wurde festgestellt, dass es neben denen, die das eh professionell machen, also gut machen, also die es können und wissen, was sie da tun, auch noch die gibt, die irgendwie unbeholfen machen, die irgendwie es teilweise aus dem Bauch heraus machen, die es unsystematisch machen, die schon mal so einen Lifter kaufen oder so. Und die gibt es einfach und diese Studie ist da sehr gut belegt. Und die spiegelt sich auch immer wieder in anderen Untersuchungen. Und da gibt es dann so circa 6-7% von Querulanten, die gibt es übrigens auch in den Impfstudien, die einfach sagen, nee, will ich nicht, finde ich blöd. Und wir sollten uns auch nicht auf die 6-7% derer stürzen, die jetzt wirklich partout nicht wollen, sondern wir sollten uns vielleicht auf die Unbeholfenen, Unwissenden vielleicht stürzen, die jetzt einfach so machen oder auch falsch machen und beharren, nichts machen. Und das ist vielleicht die Gruppe, mit der man sich auseinandersetzen muss. Und das ist ein spannendes Thema, auch mit dem werden wir uns in Zukunft auseinandersetzen müssen. Und wie man das ins Leben bringen kann, das ist der zweite Teil meines Vortrags. Wir haben so einen kleinen Bogen hier gespannt, der nicht ganz didaktisch ist, aber wir haben nochmal in die gleiche Studie reingeschaut und gesagt, welche Maßnahmen setzen denn die Betriebe um? Und da ist es so, dass die eher verhältnisorientierten Maßnahmen grundsätzlich besser umgesetzt werden als die verhaltensorientierten Maßnahmen. Und das ist etwas, wo wir als Arbeitsschützer natürlich sofort klatschen und sagen, ja, endlich ist die Botschaft angekommen, TOP, oben technisch, organisatorisch, personenbezogen. Aber genau im Bereich zum Beispiel von Muskel-Skelettbelastung ist es so, dass die Verbindung aus Lifter und menschlicher Aktion erst sinnvolles Handeln ergibt. Also das heißt, die positiv gewollte Vernachlässigkeit, also die von uns quasi dogmatisch ausgelebte Vernachlässigkeit auf die Frage, haben wir die unterwiesen? Unterweisung ist ein wichtiges Gut, ist ein wichtiges Thema, aber wird das denn auch gelebt? Das haben wir vielleicht auch ein bisschen vernachlässigt. Und da gibt es einen Begriff und den haben wir aus dem Bereich der Krankenkassen so ein bisschen geklaut und das ist der Bereich der Gesundheitskompetenz. Also ein Kompetenzmodell, das ist auch ein bisschen pädagogisch und diese Gesundheitskompetenz, die individuelle Gesundheitskompetenz ist die Fähigkeit eines jeden Menschen, positive Entscheidungen für seine Gesundheit zu treffen. Und wenn das für das Individuum sozusagen ist, dann ist die spannende Frage, steht da im Raum, was bedeutet das für die Seite des Betriebes? Und da gibt es für uns den Begriff der betrieblichen Gesundheitskompetenz. Also unterstützt der Betrieb die positiven Entwicklungen und positiven Ansätze der Beschäftigten in der Fragen der Umsetzung des eigenen gesundheitsförderlichen Verhaltens. Ja, und das ist eine ganz spannende Frage. Und das ist etwas mehr als Lifter anzuschaffen. Das ist, wir kommen da draußen, haben wir einige Angebote, aber ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir auf der einen Seite den Betrieb haben, der gesundheitsförderliches Verhalten stützt, der kompetent ist in der Frage, wie Gesundheitskompetenz im Betrieb umgesetzt wird. Und auf der anderen Seite haben wir die individuelle Gesundheitskompetenz. Und wir spüren ja immer diese Halbsätze, wenn es heißt, naja, ich habe den Lifter, aber die Leute nutzen den nicht.
Und das ist die spannende Frage, habe ich das denn auch richtig kommuniziert? Habe ich den Lifter richtig eingeführt? Welche habe ich das als Chef gelebt? Ja, also es gibt ja immer diese spannenden Dinge, dass jemand, also ich hatte früher mal einen Chef, der sagte einmal im Jahr, ja, wir machen ein Zielgespräch und dann hieß es, wie viel Umsatz hast du gemacht? Und dann zum Schluss war noch so die Frage, wie sicher war es denn? Aber die Frage des Umsatzes stand im Vordergrund. Und das ist ja eine spannende Frage. Was steht bei mir in meinem Betrieb im Vordergrund und kann der Beschäftigte oder die Beschäftigte in dem Fall oftmals auch das eigene Verhalten positiv leben? So, dazu gehören verschiedene Elemente. Ich will sie nicht komplett vortragen. Ups, ohne Brille wird das nichts mehr. Sie haben auf der einen Seite die individuelle Veränderungsbereitschaft, die individuelle Motivation. Ich komme da gleich noch drauf, wie diese Einstellungen und Überzeugungen gestaltet werden, wie man da einen Veränderungsprozess hinkriegen kann, bis hin zu der Frage, ob ich mich auch präventiv verhalte. Also es kann ja sein, dass ich die Bereitschaft habe, mich zu ändern. Wir denken da an die passiven Fitness-Club-Mitgliedschaften. Bin auch vielleicht motiviert, ich habe auch vielleicht die positive Einstellung und die Kenntnis, aber zum Schluss verhalte ich mich nicht korrekt so, wie ich eigentlich mich dazu positioniert habe. Und auf der anderen Seite die betriebliche Präventionskultur, der betriebliche, die Möglichkeit auch hier einen Veränderungsprozess einzuführen, wie organisiert sich Führung. Das haben wir übrigens alles auch in der Commitment-Kampagne zu Teilen drin. Wie sind die Beschäftigten eingebunden und wie kommuniziere ich das? Eben gerade mit dem Thema, was sind unsere Ziele? Und das Ganze ergibt sozusagen wie bei diesem Eisberg ein Gesamtbild zwischen dem, was wir tatsächlich propagieren auf der einen Seite und das, was wir an Werten und Normen und Ritualen im Betrieb tatsächlich auch umsetzen. Und das ist jetzt auch kein wirklich neues Bild. Ich glaube, das Original ist aus den 20ern. Ja? Also diese Erkenntnismodelle sind ja jetzt nicht 2010 entstanden oder 2020 oder so nochmal neu evaluiert. Also im Kern sehen Sie dort, wir haben auf der einen Seite unsere offiziellen Vereinbarungen und auf der anderen Seite, wie verhalte ich mich? Und das ist eigentlich ein ganz gutes Bild, was man vielleicht mitnehmen kann. Ich hatte ja gerade gesagt, es gibt dahinter Modelle und ein Modell, das ist das sogenannte Harper-Modell. Und das will ich Ihnen nochmal ganz, ganz kurz zusammenführen. Und zwar kennen Sie das vielleicht auch noch in anderen Zusammenhängen. Und dieses Harper-Modell, das ist ein ganz spannendes Ding, weil daraus lässt sich nämlich am Ende noch etwas über Ihre eigene Belegschaft ableiten. Also das Harper-Modell, das geht denn darum, dass Sie irgendwie so Ziele haben, Sie haben so Wünsche und mit diesen Wünschen gehen Sie in einen Veränderungsprozess, Sie wollen das, dann gehen Sie in eine Planung und dann irgendwie in eine Handlung. Und dieses Modell, ne, das ist so ein klassisches Entwicklungsmodell, was Sie in der Psychologie auch kennen, was Sie wahrscheinlich viel besser können, wenn Sie aus der Psychologie kommen als ich, weil ich als Brand- und Schutzingenieur das irgendwie nur so adaptiert habe. Aber wenn man das jetzt nochmal genau schaut, also das reduziert, für Sie persönlich reduziert, dann gibt es in der Belegschaft erstmal drei Kategorien. Es gibt die Absichtslosen, also die sagen, also Rücken hatte ich noch nicht, ich bin jung, unzerstörbar, unverwundbar. Dann gibt es die sagen, ich hatte schon mal was mit dem Rücken, ich sollte mal, ich kaufe mir schon mal eine Fitnessclub-Mitgliedschaft. Und das Dritte sind die schon machen, also die schon auf dem letzten Firmenlauf dabei waren, die schon immer den Tisch oben haben. Und die können Sie natürlich nicht alle gleich ansprechen. Ja, das müssen Sie schon mal realisieren, dass Sie da drei Kategorien von Menschen haben mit unterschiedlichen Interessen, unterschiedlichen Voraussetzungen. Und das ist ein ganz wichtiges Thema. Und bei dem einen müssen Sie Intention schaffen, bei dem anderen müssen Sie vielleicht in die Planung reingehen und beim dritten müssen Sie unter Umständen einfach nur bestätigen. Schön, dass du dich gesundheitsförderlich verhältst. Und das sind so diese Elemente, das finde ich ganz gut, dieses Bild, deswegen lasse ich es nochmal, obwohl wir noch nicht mehr so viel Zeit haben, aber das ist ein ganz spannendes Bild. Denken Sie an diese drei Kategorien. Wo sind Ihre Mitarbeiter, wenn sie vor Ihnen stehen? Konkret können Sie hier Veränderungen noch einführen. Die Folien kriegen Sie ja irgendwie. Dann können Sie die nochmal genauer lesen. Und am Ende steht jetzt hier etwas, zum Beispiel bei den Stabilisieren. Nicht benutzen wird sanktioniert. Ja, und das ist natürlich immer eine heikle Sache. Ja, aber eine heikle Sache möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Es gibt ein schönes Modell,
was man vielleicht nutzen kann, was im Bereich der Rückenerkrankungen nicht immer hundertprozentig funktioniert, was im Prinzip bei diesen Gefahrstoffen und bei den besonders kritischen Sachen ganz gut funktioniert, das ist dieses Behavior-Based Safety-Modell. Das Behavior-Based Safety-Modell ist sowas wie eine Reflexion. Also Sie machen klare Regeln und dann wollen Sie die auch, dass die eingehalten werden. Das ist ein bisschen pädagogisch, ja. Und darüber muss man sich auf jeden Fall mal Gedanken machen bei den Dingen, die man wirklich will. Wenn man also Veränderungsprozesse stabilisieren will, kann es sein, dass so ein Modell wie ein Behavior-Based Safety-Modell ein ganz spannendes ist. Ja? Also dass Sie dann sagen, okay, wir gehen am Ende des Tages nicht nur dazu, über ein Feedback zu geben und zu erhalten, sondern mit diesem Feedback verbunden sind auch nochmal ganz klare Konsequenzen. Das ist Behavior-Based Safety-Modelle, ist ein scharfes Schwert, muss man darüber sich im Klaren sein und das muss man nur da einsetzen, meines Erachtens, wo es wirklich auch lohnend ist, wo man wirklich auch klare, umrissene Ziele hat. Das andere ist, und das ist jetzt trivial, weil wir sind ja auf einer BGW-Veranstaltung, die im Teil der Kampagne ist, das Kampagnenmodell ist da an der Stelle nicht schlecht. Wir haben da ganz gute Elemente und draußen ist ja die Frau Rothbart mit so einem Stand und die hat genau diese Elemente der Veränderungsbereitschaft über Kommunikation, Führung, die haben wir in ganz vielen Paketen, ganz vielen Produkten schon im Portfolio. Also, letzter Satz. Wir haben eine neue Leitmerkmalmethodenkultur, wir haben da 6 neue überarbeitete Leitmerkmalmethoden, die sind verankert in der AMR 13, darin ist festgelegt die wesentlich erhöhte Belastung. Wichtiger Begriff für uns. Das zweite ist, für die Pflege bedeutet das unbedingt nicht rechnen, sondern das bedeutet, Sie haben es eigentlich schon eingepreist, Sie sind immer im Bereich der wesentlich erhöhten Belastung. Dann geht es darum, dass Sie betriebliche und individuelle Gesundheitskompetenz in Ihrem Betrieb einfach beachten müssen. Das ist einfach die betriebliche Gesundheitskompetenz als Begriff wahrnehmen, als Entwicklungsbegriff auch in Fokus nehmen. Meine Beschäftigten darf ich auch mal vielleicht kategorisieren in Non-Intender, Intender und Actives, also in die Wollenden und Nicht-Wollenden und Aktiven. Und ganz zum Ende nutzen Sie die Werkzeuge, die wir zum Teil schon großflächig vorhanden haben und versuchen Sie, Veränderungsprozesse positiv zu begleiten. Auch für MSE. Das war's. Ja, ja. Vielen Dank, Herr Römer. Und soll ich Ihnen was sagen, Frau Nagel? Exakt 20 Minuten. Ja? Wahnsinn, Zeit eingehalten. Wenigstens das. Genau, auch wenn es 2 spannende Themen waren, also er hat ja seinen Vortrag unterteilt, einmal so in Richtung Arbeitstechnik würde ich es mal nennen, so nenne ich es in meinem beruflichen Feld. Ja, das heißt, QELA-Messmethode ist mir bekannt, was ich daraus machen muss als Sachbearbeiter und natürlich dann das, was wir jetzt noch hören werden anschließend in den weiteren 2 Vorträgen, was, ich sag mal, den Einzelnen betrifft, den Mitarbeiter der Unternehmen und was für uns den Reha-Part betrifft. Ne? Jetzt erstmal, wir haben Möglichkeiten, Fragen entgegenzunehmen und diese gerne auch gemeinsam zu besprechen und zu klären. Liebes Publikum. Ja, dann würde ich gerne, hier vorne, der Herr hat eine Frage, wir warten gerade auf Mikro. Genau. Ja, mein Name ist Frank Diekmann, ich bin Fachkraft für Arbeitssicherheit und hätte folgende Frage zu der GDA-Strategieperiode, die neue, die jetzt in 19 begonnen ist. Werden wir uns dort auch wieder mit der Muskel- und Skeletterkrankung wieder befassen, weil ganz zu Beginn waren diese Dinge ja noch nicht so richtig zumindest dargelegt, also werden wir da wieder Berührungspunkte bekommen für die neueste Periode? Ja, gut, dass das alles hier im Raum bleibt. Ja, also das GDA-Programm an sich ist ja so ein bisschen auch so ein internes Programm der gemeinsamen Abstimmung der Träger. Also insbesondere die Länder und die Unfallversicherungsträger sollen gleichartig in die Betriebe kommen und auf sie zukommen und sagen, wir wollen nicht das eine oder das andere, sondern möglichst gleichartig. Und ich sage Ihnen, momentan sind wir immer noch auf dem Findungsprozess. Es ist jetzt 10 Jahre Findung, da müssen wir mal moderieren. Ne? Aber es macht denn keiner so richtig. Wir machen ein Programm, Muskel-Skelettbelastung, wir als BGW leiten das, ich koordiniere das Programm und ich habe zwar einen Plan, den ich Ihnen auch gerne heute vorgestellt hätte, wenn ich den abgestimmt hätte, aber es ist so viel im Fluss,
Also wir hoffen, dass wir zum Beispiel das Thema Gesundheitskompetenz nochmal in so ein regionales Projekt machen. Vielleicht kennt der eine oder andere dieses AOK-GBITS-Programm. Das war so ein regionales Programm, so ein bisschen ein Kompetenzzentrum, was wir ganz spannend finden und wo wir auch alle Produkte in Bezug auf MSB einfach mal integrieren wollen. Wir wollen das mal gucken, ob es kommunal funktioniert. Das wäre eine Idee. Und auf der anderen Seite wollen wir jede Aufsichtsperson in Deutschland dazu befähigen, kompetent im Bereich Muskel-Skelettbelastung zu sein, um zumindest zu erkennen, wo die Belastungen im Betrieb sind. Das ist nicht der Fall. Das würde ich für die BGW ausschließen wollen. Also ich glaube schon, dass wenn wir in die Pflege gehen, dass wir da durchaus kompetent sind. Aber fragen Sie mal die Kollegen, wenn Sie jetzt zum Beispiel Heben und Tragen, Umrechnung von Leitmagma-Methoden oder so. Ich glaube schon, dass wir da so ein paar Ausfälle haben. Ich gucke nochmal in den aktiven Dienst der Aufsichtspersonen. Also da kann ich mir vorstellen, dass da noch Luft ist in reiner Ergonomie. Ja, da hat sich die BGW so ein bisschen zurückgelehnt, weil wir gesagt haben, Pflege ist 60%, also insgesamt. Und deswegen haben wir da wenig gemacht. Also hat jeder so seine Hausaufgaben. Es wird was geben. Es wird bis 2024 gehen. Und wir werden zusehen, dass Aufsicht kompetent wird, hoffentlich, wenn alle wollen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Weitere Fragen aus dem Publikum? Das ist nicht der Fall. Ja, das ist doch gut. Dann sage ich vielen Dank, Herr Römer. Danke. Wir bleiben in der Prävention. Und das nächste Thema wird vom Herrn Bernd Fischer vorgetragen. Herr Bernd Fischer ist auch Aufsichtsperson bei der BGW und Mitglied des AK-Arbeitskreises. Das ist mal die Fremdsprache bei uns intern, ne? AK-Arbeitskreis für Muskel- und Skeletterkrankungen. Sie können gerne nach oben kommen, Herr Fischer. Genau, und er wird das Thema Bewegen von Menschen im Krankenhaus, gesetzliche Grundlagen näher erläutern. Ja, wir haben halt auch in Dresden, ich glaube, Sie sind ein Dresden-Präventionsmitarbeiter, im Praxisfeld Rücken. Und ja, was dann sehr anschaulich dargestellt wird, das Anschauliche machen wir aber im dritten Part. Viel Spaß. Gut. Vielen Dank, Frau Habe. Ja, gesetzliche Grundlagen zum ergonomischen Arbeiten, so habe ich es genannt. In der Regel ist es so, wenn es um gesetzliche Grundlagen geht, dann gehen die Leute immer alle raus, weil viele das gar nicht so hören wollen, weil das immer nach Langeweile klingt und Gesetze sind meistens nicht so spannend, dass die Leute sagen, das wollte ich schon immer mal wissen. Mein Auftrag hier heute und was ich hoffe, in den nächsten 20 Minuten mit Ihnen zu schaffen, aber wenn ich so in die Reihen gucke, glaube ich, die meisten davon sind schon auf dem Weg oder sind schon überzeugt, Sie davon zu überzeugen, dass eine kleine, bisher nicht so allzu stark beachtete Verordnung im deutschen Rechtssystem endlich die Beachtung findet, die es haben sollte und dass sie nicht so ein Schattendasein führt wie bisher. Und um das zu erreichen, möchte ich Ihnen kurz ein paar Worte sagen. Zunächst ist die Frage, was haben Gesetze mit der Lendenwirbelsäule zu tun? Weil wenn ich den Rücken gesund halten will, dann mache ich das einfach, da brauche ich kein Gesetz dafür. Wenn man sich mal anschaut, wie dieser Paragraphenzeichen aussieht und wie die Lendenwirbelsäule aussieht, sehen Sie, beides hat so ein Doppel-S. Also irgendwie scheint da doch irgendeine Verbindung zu sein zwischen dem Gesetz und der Lendenwirbelsäule und der Wirbelsäule. Hier ist insbesondere die Lendenwirbelsäule hervorgehoben aus einem bestimmten Grund. Und das will ich Ihnen gleich erläutern. Und zwar, zunächst, ich fange so ein bisschen an, wo alles herkommt. Grundgesetz, müssen wir jetzt nicht groß drüber reden, aber im Artikel 2 steht drin, jeder hat das Recht auf körperliche Unversehrtheit und daher rührt letzten Endes die ganze Rechts, die ganze Basis dessen, worüber wir uns hier unterhalten, weil es geht eben auch bei der Arbeit um die körperliche Unversehrtheit. Und ich habe hier drei Gesetze mal rausgegriffen. Und diese drei Gesetze sind für uns sehr zentral im Arbeitsschutz. Das ist zum einen, wenn wir wiederum von links nach rechts gehen, das Sozialgesetzbuch Nummer 7. Dort ist geregelt, wie die Sozialversicherung, also die gesetzliche Sozialversicherung im Bereich der Unfallversicherung aufgebaut ist. Und dort steht zum Beispiel auch drin, wer kann hier Regeln setzen. Wer kann hier Regeln setzen über diese gesetzlichen Vorgaben hinaus? Das sind die Berufsgenossenschaften oder die anderen Träger der gesetzlichen Unfallversicherung. Das zweite ist das Arbeitsschutzgesetz. Das Arbeitsschutzgesetz kennen Sie wahrscheinlich
alle haben sie schon mal gehört. Auch ein sehr übersichtliches Gesetz, das war nicht immer so gewesen. Und dort werden wir auch ein paar Paragraphen uns anschauen. Und dann haben wir noch das Arbeitssicherheitsgesetz. Das regelt sozusagen die Organisation mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit und dem Betriebsarzt im Betrieb und wie man das sozusagen sonst noch nutzen soll, dieses System. Und ich will mich jetzt darauf konzentrieren, was kann hier die Berufsgenossenschaft machen. Wir erlassen auf Grundlage dieses SGB VII Vorschriften, sogenannte Unfallverhütungsvorschriften, und versuchen die dann auch in den Betrieben umzusetzen oder umgesetzt zu wissen. Und die wichtigsten davon ist die DGUV Vorschrift 1 und die DGUV Vorschrift 2, mit der wir zurzeit arbeiten, und die DGUV Vorschrift 2 unterfüttert gleichzeitig dieses Arbeitssicherheitsgesetz, dieses ASIG, was auf der rechten Seite Sie sehen. Und damit können Sie direkt nachschlagen, was ist sozusagen das, was die BGW für mich, den Betrieb, in dem ich arbeite, vorgesehen hat, beispielsweise an Einsatzzeiten für die Fachkraft für Arbeitssicherheit und den Betriebsarzt. Und das sind relativ konkrete Gesetze. Sobald wir diese in diesen BGW-Vorschriften wiederfinden, können wir das relativ konkret umsetzen. Auch wir als Berufsgenossenschaft können dann auch sehen, erfüllt der Betrieb hier seine Pflichten oder eben nicht. Wir haben bei der DGUV-Vorschrift 1 große Teile des Inhaltes des Arbeitsschutzgesetzes übernommen. Warum ist das notwendig oder sinnvoll? Das ist einfach, um auch diese Inhalte eben auf der betrieblichen Ebene umsetzen zu können. Und wenn Sie sich das anschauen, steht hier oben drüber Grundsätze der Prävention, das heißt, es ist sowas wie das Grundgesetz der Prävention. Wenn ich das einhalte, dann habe ich sozusagen die Grundregeln erfüllt und bin als Unternehmer erstmal auf der sicheren Seite. Im Detail müssen wir uns dann über einzelne Regelungen noch unterhalten. Darüber will ich jetzt im Weiteren nicht sprechen, sondern das ist sozusagen der gesetzliche Rahmen. Worüber ich jetzt reden möchte, ist das, was das Arbeitsschutzgesetz Weiteres mit uns vorhat, nämlich unterhalb der gesetzlichen Ebene gibt es die Verordnungsebene. Sowohl Gesetze als auch Verordnung ist direkt vollziehbares Recht, das heißt, so wie es dort steht, so muss ich das auch umsetzen. Anders als zum Beispiel bei Regeln oder Informationen oder irgendwelchen anderen Erkenntnissen. Da gibt es eine ganze Menge von Verordnungen, die sozusagen auf diesem Arbeitsschutzgesetz beruhen. Interessant ist dabei, dass ein Großteil dieser Verordnungen tatsächlich auch im Krankenhaus Anwendung findet. Außer vielleicht jetzt hier Baustellenverordnung, es sei denn, es wird mal gebaut, was ja auch vorkommt. Aber jetzt im Regelbetrieb ist das nicht so entscheidend. Deswegen habe ich mir erlaubt, da eins auszutauschen, nämlich die Medizinproduktebetreiberverordnung, weil dort wird mit Medizinprodukten umgegangen im Krankenhaus und deswegen ist das eine notwendige Verordnung, auf die wir uns berufen. Aber sie kommt ein bisschen aus einer anderen Rechtsquelle, deswegen habe ich da das mit diesem Pfeil noch sozusagen reingezogen zur Seite. Ansonsten alles andere kommt genauso wie übrigens auch die optische Strahlungsverordnung, die direkt unten drunter steht. Alles andere sozusagen beruft sich auf dieses Arbeitsschutzgesetz. Und direkt nebenan habe ich es gestellt, diese DGUV-Vorschrift 1, die im Prinzip das Gleiche befördert, eben aber um der Berufsgenossenschaft und dem dazugehörigen Aufsichtsdienst zu ermöglichen, hier auch in den Betrieben handeln zu können. So, was bleibt übrig, wenn wir sagen, was hat jetzt mit dem Schutz des Muskel-Skelett-Systems, insbesondere der Lendenwirbelsäule, zu tun? Bleiben diese drei Verordnungen übrig? Arbeitsmedizinische Vorsorgeverordnung, da wurde gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Mir ist wichtig, Ihnen jetzt mal fernab von dem, was die Arbeitsmedizinische Vorsorgeverordnung Neues gebracht hat und jetzt an Bedeutung auch für das Muskel-Skelett-System hat, nochmal klar zu machen, dass im Bereich der Belastung des Muskel-Skelett-Systems es eine Pflicht für die Angebotsvorsorge gibt.
Also Angebotsvorsorge hört sich erstmal nicht so verpflichtend an, aber es heißt, der Unternehmer ist verpflichtet, regelmäßig diese arbeitsmedizinische Vorsorge den Mitarbeitern anzubieten, die durch ihre Tätigkeit ihr Muskel-Skelett-System regelmäßig belasten. Das haben wir zum Beispiel in der Pflege immer. Und diese Angebotsvorsorge ist deswegen dann auch immer wieder wiederholt anzubieten, auch wenn die abgelehnt werden sollte von den Mitarbeitern einmal. Wir haben die Medizinproduktebetreiberverordnung, das heißt, wenn ich den Rücken entlasten will, brauche ich vielleicht da irgendwelche Hilfsmittel und diese Hilfsmittel sind Medizinprodukte, deswegen wird auch diese Verordnung hier Anwendung finden. Nämlich, da steht ein bisschen drin, dass ich diese Hilfsmittel auch regelmäßig warten und pflegen muss und gegebenenfalls, falls der Hersteller das möchte, auch regelmäßig prüfen muss. Denken Sie an Betten, denken Sie an Lifter, denken Sie an kleine Hilfsmittel, ähnliches. So, aber worauf wir uns jetzt konzentrieren und wo ich es jetzt zusammenführen möchte, ist die Lastenhandhabungsverordnung. So habe ich es ja auch eingeführt und die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam etwas genauer an. Die Lastenhandhabungsverordnung ist erstmal vom Begriff her nicht so doll. Ich sage mal, wenn ich sowas erzähle, zu Hause bei meiner Familie oder selbst beim Seminar, dann schlafen die Leute meistens schon ein, bevor ich den Namen zu Ende gesprochen habe. Lastenhandhabungsverordnung, der genaue Name ist Verordnung über Sicherheit und Gesundheit bei der manuellen Handhabung von Lasten, nochmal bei der Arbeit. Aber es ist eine sehr schöne Verordnung, sage ich Ihnen. Und zwar, das besonders Schöne daran ist, dass sie sehr übersichtlich ist. Sehr übersichtlich heißt, sie ist sehr kurz. 4 Paragraphen, in denen alles Wesentliche tatsächlich drinsteht, inklusive eines Anhangs, der auch sehr übersichtlich. Der Anhang ist hier schon mit dabei. Sie müssen das nicht lesen können, es ist nur mal, dass Sie sehen. Sie können das auf einen DIN A4-Blatt locker unterbringen, diese Verordnung. Ist nicht so üblich bei sonstigen Verordnungen, sonst die haben manchmal solche Dicken. Deswegen lege ich Ihnen die besonders ans Herz. Warum? Die 4 Paragraphen sind die, die hier vorne stehen. Zunächst, wie bei jeder Verordnung, bei jedem Gesetz, geht es um den Anwendungsbereich. Wo treffen die zu? Schauen wir uns gleich an. Maßnahmen, welche Maßnahmen sind zu treffen, wenn das mit dem Anwendungsbereich zutrifft? Und dann, wie kann ich auf Grundlage dieser Verordnung Menschen mit der Tätigkeit beauftragen, die mit der Belastung ihrer des Muskel-Skelett-Systems oder insbesondere eben der Lendenwirbelsäule zu tun haben und zum Schluss, was muss ich dabei unterweisen? Also Sie haben sozusagen den ganzen Arbeitsschutz im Brennglas auf ein Thema zusammengefasst. So, schauen wir uns an. Erstens Anwendungsbereich. Anwendungsbereich sagt einfach, wann ist ein bestimmtes Gesetz oder in dem Fall die Verordnung anzuwenden. Da schaue ich einfach, ist das was in meinem Betrieb oder bei meiner Tätigkeit tatsächlich zutrifft. Und wir haben hier die Handhabung von Lasten. Befördern und abstützen heißt exakt in diesem Gesetzestext. Und dann ist auch nochmal aufgeführt, was heißt das. In dem Fall heben, absetzen, schieben, ziehen, tragen. Wir haben es dann einfach mal übersetzt mit Bewegen von Menschen, weil alles das, was Sie hier an Begriffen lesen, ist tatsächlich das auch, was im Krankenhaus nicht nur beim Bewegen von Menschen, aber eben auch beim Bewegen von Menschen stattfindet. Hier steht auch drin, wenn dann ungünstige ergonomische Positionen eingenommen werden müssen, auch das haben wir natürlich regelmäßig, oder eben wenn eben dann durch diese Bewegung oder diese Belastung dann die Lendenwirbelsäule geschädigt werden könnte. Trifft also alles zu, dann geht der noch eine ganze Menge weiter, dass das nicht immer anzuwenden ist, zum Beispiel bei der Bundeswehr oder bei der Polizei, weil stellen Sie sich vor, irgendwie dann muss jemand im Gefecht irgendwie aus dem Graben gezogen werden, dann wird nicht erst jemand sagen, ich brauche jetzt erstmal eine Gefährdungsbeurteilung, sondern dann wird man da sagen, okay, in dem Fall sehen wir mal von dieser Lastenhandhabungsverordnung ab. Das steht alles im Paragraphen 1, brauchen wir uns nicht weiter anzuschauen, trifft auf uns nicht zu. Paragraph 2. Hier ist wiederum, das ist so der Kernparagraph, hier steht eigentlich das Wesentliche drin. Wenn Sie den Paragraphen 2 lesen, haben Sie in einer halben Minute alles, was Sie zu dem ganzen Thema wissen müssen, erfasst. Hier steht drin, Sie müssen
zunächst versuchen zu vermeiden, dass eine Gefährdung für die Lendenwirbelsäule entsteht, indem sie vermeiden müssen, dass ihre Mitarbeiter heben oder tragen oder bewegen von Lasten ausüben müssen. Kann das nicht vermieden werden? Oder um das zu vermeiden, soll ich vor allen Dingen auch Hilfsmittel zur Verfügung stellen? Kann das nicht vermieden werden, auch mit der zur Verfügung stellen von Hilfsmitteln? Erst dann kommt der zweite Schritt, nämlich das Vermindern. Hierzu muss ich eine Gefährdungsbeurteilung natürlich machen. Gefährdungsbeurteilung heißt, ich schaue mir die einzelnen Tätigkeiten an und sehe, was kann ich tun, um die Belastung zu minimieren, wenn ich sie eben nicht ganz abschaffen kann. Ist das möglich, dann muss ich sehen, welche Hilfsmittel helfen mir dabei. Solche Hilfsmittel können sein große technische Hilfsmittel. Wir fangen an mit einem elektrisch verstellbaren Pflegebett natürlich und wir benutzen Lifter, wir benutzen Positionswechselhilfen und ähnliches. Alles, was wir kriegen können, wenn wir Menschen haben, die selbst nicht mehr mobil sind. Haben wir gewisse Ressourcen bei den Menschen, dann versuchen wir natürlich, diese Ressourcen zu fördern. Das führt zum einen entweder dazu, dass diese Menschen selber Bewegungen durchführen können, wo die Pflegekraft gar nicht unterstützen muss. Das wäre dann immer noch der Bereich Vermeidung. Oder aber wir müssen die Leute so weit unterstützen, dass sie mit Hilfe dieses Hilfsmittels nicht mehr so einen hohen Unterstützungsbedarf haben und die Pflegekraft entsprechend auch weniger belastet ist. Das ist der Inhalt dieses Paragraphen. Und wenn Sie sehen, sehen Sie auch so ein bisschen diese Reihenfolge, die auch schon genannt wurde vom Herrn Römer, wo wir auch immer so ein bisschen diesen Waage sehen zwischen Verhältnis- und Verhaltensprävention. Hier liegt das Gewicht, die Wichtigkeit vor allen Dingen auf der Verhältnisprävention. Warum? Weil vor allen Dingen die in den Händen des Unternehmens liegt. Einen Arbeitsplatz kann ich gestalten, den Menschen zu verändern, das ist viel schwieriger. Und es ist ja auch nicht nur einer, sondern es sind mehrere hundert Menschen oder tausende von Menschen in einem Betrieb, je nachdem, was für eine Größe von Krankenhaus es ist, die ich möglicherweise gewinnen, verändern muss und das auch nachhaltig immer wieder schaffen muss, dass die auch motiviert sind, sich entsprechend zu verhalten. Sind die Verhältnisse so, dass gar nicht der Rücken gar nicht belastet würde, weil die Verhältnisse so gestaltet sind, dass eine rückengerechte Arbeitsweise selbstverständlich ist, dann muss ich nicht jeden Einzelnen gewinnen und schulen und denken Sie sich nur die verschiedenen Personen, die in so einer Einrichtung arbeiten, das sind große, kleine, dicke, dünne, schwere, leichte, Bewegungstalente, motivierte Leute, die weniger motiviert sind und vielleicht weniger bewegungstalentiert sind, um die alle zu schulen, um auf einen Stand zu bringen, wäre schon eine, sage ich mal, eine Herkulesaufgabe. Aber Hilfsmittel bereitzustellen und zu sagen, benutzt die, ist eine relativ einfache Maßnahme im Verhältnis dazu. Leider ist es so in der Praxis wird es meistens umgekehrt gemacht. In der Praxis wird meistens die Verantwortung an die Mitarbeiter delegiert und gesagt, ja, ihr müsst euch im Rücken gerecht verhalten, dann tut ihr eurem Rücken auch nicht weh und dann bleibt ihr auch dauerhaft gesund. Der Kern oder der Schlüssel liegt in den Verhältnissen, die wir beeinflussen können und beeinflussen müssen. Paragraph 3. Wem kann ich Aufgaben übertragen? Na gut, dieser Paragraph möchte nicht sagen, beim Einstellungsgespräch sage ich, heben Sie mal hier hoch, um mal sehen, ob Sie das können. Und große, starke Männer stelle ich ein und kleine, ich vereinfache jetzt wirklich etwas, kleine, schwächliche Personen stelle ich nicht ein, weil die ja nicht die Eignung haben. Im Gegenteil, es ist völlig unabhängig davon, was die Leute für eine körperliche Konstitution mitbringen, wenn ich die Umgebung so gestaltet habe, dass jeder rückengerecht arbeiten kann. Ganz werden wir es natürlich nie vermeiden, das ist völlig klar. Aber das ist körperliche Eignung, heißt, ich muss in der Lage sein, eine Situation zu erkennen und dann so zu arbeiten, dass ich nicht mich selbst oder andere schädige. Was nicht damit gemeint ist,
ist das, was die arbeitsmedizinische Vorsorge ausmacht. Wir hatten ja auch schon das Thema jetzt der arbeitsmedizinischen Vorsorge. Das wird leider häufig verwechselt. Hier geht es um Eignung und nicht um Vorsorge. Das ist was anderes. Und das, was wir früher mit den berufsgenossenschaftlichen Grundsätzen hatten, war mehr in Richtung Eignung. Heute prüfen wir sozusagen nur noch den Zustand einer Person in dieser arbeitsmedizinischen Vorsorge, um zu vermeiden, dass sozusagen sich Erkrankungen verschlimmern oder dass die entstehen. Ähnliches. Dann muss ich unterweisen. Unterweisen kennen Sie alle, in allen Lebenslagen ist Unterweisung wichtig. Aber in der Tat, ich bin ein großer, großer Fan von dem Thema Unterweisung, weil nur so können Sie die Mitarbeiter erreichen. Mit den Unterweisungen können Sie die Leute dazu bringen, dass sie tatsächlich auch sich rückengerecht verhalten, indem sie überhaupt wissen, was soll ich tun, was erwartet mein Arbeitgeber. Häufig sind Werte und Normen in den Betrieben so abgesprochen, dass unter den Kollegen es ja vielleicht verpönt ist, irgendwelche Hilfsmittel zu nehmen, weil der eine oder andere sagt, ach naja, das sind nur Schwächlinge, die sowas nehmen. Und deswegen ist es notwendig, klar zu machen, was diese Einrichtung, was wir möchten, also was der Unternehmer auch von seinen Mitarbeitern möchte. So. Lastenhandhabungsverordnung, haben wir drüber gesprochen. Nun ist die Frage, diese Lastenhandhabungsverordnung ist ja sehr allgemein gehalten in dem Wortlaut. Ich habe zwar jetzt schon versucht, ein bisschen zu übersetzen, aber hier gibt es eine Schrift und eigentlich hatte ich gehofft, beziehungsweise hatte die auch bestellt, diese Schrift, sodass jeder von Ihnen die mit nach Hause nehmen kann, wie diese Lastenhandhabungsverordnung in die Praxis im Krankenhaus umgesetzt werden kann. Das ist diese Schrift, DGUV-Vorschrift 207.022, toller Name, aber so heißen die nur alle, hat dann natürlich noch einen eigenen Namen, Bewegen von Menschen im Gesundheitsdienst und in der Wohlfahrtspflege. Und hier ist dieses Gesetz, also diese Rechtsnorm, Lastenhandhabungsverordnung, einfach nochmal in die Praxis umgesetzt. Was bedeutet das denn? Was ich jetzt schon so ein bisschen ansatzweise versucht habe, nochmal gesagt, was bedeutet das denn, wenn dies oder jenes in diesem Paragraphen drinsteht? Und ich würde Ihnen ans Herz legen, wenn Ihnen das Thema irgendwas bedeutet und Sie in irgendeiner Weise damit zu tun haben dienstlich, laden Sie sich das mal runter. Leider ist das Schrift nicht angekommen und es liegt offensichtlich daran, dass es zurzeit nicht zur Verfügung steht. Und, aber im Internet, ich habe es vorhin gerade nochmal geguckt, einfach nur eingeben, DGUV oder einfach nur 207.022 reicht schon und Sie kommen auf die richtige Schrift. Laden Sie runter, schauen sich an, ob Sie damit was anfangen können. Das ist sehr genau auf die tägliche Praxis schon bezogen und auch darauf, wie man eine Gefährdungsbeurteilung in dem Bereich aufbauen kann. So, vielleicht nochmal für die Wirkung, wenn ich solche Hilfsmittel benutze, hat man eben auch in Versuchen gemessen und festgestellt, wenn ich sozusagen normal, ohne Hilfsmittel, ohne irgendwie vorher nachzudenken arbeite, also konventionell arbeite, dann habe ich eher so hohe Druckkraftbelastungen. Sie sehen es hier bei diesen roten Säulen, die eindeutig vermutlich eine schädigende Wirkung haben, weil wir gehen davon aus, dass jetzt mal sehr grobe Werte sind. Dass im Durchschnitt bei Männern das bei 3,2 Kilonewton liegt, die Belastung, die sozusagen maximal aushaltbar ist, und bei Frauen bei 2,4, das wäre etwa hier. Und Sie sehen in den gelben Säulen, das ist dann, wenn die Leute optimiert arbeiten. Hier waren es Leute, die Kinästhetik sehr gut konnten. Dann gehen diese Druckkraftwerte schon ein ganzes Stück runter. Aber erst in der Kombination mit den Hilfsmitteln, mit den kleinen Hilfsmitteln in dem Fall, gehen sie so weit runter, dass sie teilweise eben unter diese schädigenden Werte kommen können. So, wir haben hier zwei Arten von Hilfsmitteln, ich sagte es schon, technische und kleine Hilfsmittel. Die technischen Hilfsmittel hatte ich auch schon angesprochen. Wir haben hier die elektrisch verstellbaren, wir haben hier die elektrisch verstellbaren Pflegebetten, Grundvoraussetzung überhaupt. Wir haben Deckenschienensysteme, Lifter, im Übrigen gerade im Test gewesen bei der BGW. Falls Sie das interessiert, schauen Sie mal im Internet nach.
Ist aber egal letzten Endes, was dabei rauskommt. Wichtig ist, dass die Lifte eingesetzt werden. Das ist das Entscheidende. Oder eben auch die kleinen Hilfsmittel, dann, wenn noch Ressourcen vorhanden sind, bei den Leuten, die ich pflege oder die Patienten sind, um diese Ressourcen nutzen zu können. So, was wollte ich eigentlich sagen? Insgesamt ist meine wichtigste Botschaft, ist es verpflichtend, Hilfsmittel einzusetzen? Ja. Wo steht das? Lastenhandhabungsverordnung. Und zweite wichtige Botschaft ist, erst steht die Verhältnisprävention, dann die Verhaltensprävention in dieser Reihenfolge. Beides ist wichtig, aber ich muss eben diese Reihenfolge bedenken. Ich hatte noch angekündigt, ein paar Sachen aus der Praxis vorzustellen. Ich will die schlechten Beispiele nicht nennen, nur sagen, dass es auch gute Beispiele gibt. Das heißt, in meiner Praxis, ich gehe in die Einrichtungen, in die Betriebe, sehe viele schlechte Beispiele, sehe aber auch gute Beispiele. Das heißt, ich kann tatsächlich auch sehen, dass es gelingen kann, rückenfreundliche Betriebe zu gestalten und Arbeitsbedingungen zu schaffen, in denen die Leute so arbeiten können, dass sie ihren Rücken gesund halten können. Das Mindeste sind, sind sozusagen elektrisch verstellbare, vollständig verstellbare Betten. Austausch von manuellen Betten kann gelingen, kann passieren. Wir haben leider auch gegenteilige Bewegungen in manchen Krankenhäusern, die wir beobachten. Wir haben Ausstattungsmöglichkeiten von mobilen Liftern, aber noch besser sind natürlich Deckenschienensysteme, die stehen nicht im Weg, die sind immer da, wenn man sie braucht beispielsweise. Ich muss auch nicht einen Motor in jedes Zimmer hängen, sondern der kann dann da hängen, wo ich ihn gerade brauche in dem Zimmer. Und beispielsweise bei der Bereitstellung der Hilfsmittel, wenn sie patientenbezogen nach Bedarf angeschafft und bereitgestellt werden, funktioniert das immer besser, als wenn irgendwo in irgendeinem Regal eine ganze Reihe von Hilfsmitteln liegen, die dann irgendwo geholt werden müssten. Die werden meistens nicht geholt und was man antrifft, ist oftmals nach Jahren dann noch original verpackte Hilfsmittel, die nie benutzt wurden, weil keiner eingewiesen hat, weil keiner weiß, wie es funktioniert. Die guten Beispiele wollte ich hier nennen. Es gibt Dienstvereinbarungen oder Betriebsvereinbarungen, in denen klar formuliert wird, was ist zu tun und das wird dann auch geübt in Unterweisungen. Und das finde ich durchaus vorbildlich und so kann man anhand von einer einfachen Verordnung auch lernen, wie sozusagen ein Paragraph dazu nutzt, ein Organ oder in dem Fall die Lendenwirbelsäule, die Wirbelsäule insgesamt gesund zu erhalten. Und da spielt wahrscheinlich nicht zufällig eine Rolle, dass beide sehr ähnlich aussehen. Und ich danke Ihnen und hoffe, dass Ihre Mitarbeiter in Zukunft auch so glücklich aussehen. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank, Herr Fischer. Also, so kannte ich es auch noch nicht, ein Paragraphen und eine Wirbelsäule. Interessant. Jetzt war die Lastenhandhabungsverordnung, sie ist theoretisch, sie steht auf Papier, sie ist sehr wichtig. Ich habe sie auch immer mal wieder in der Hand, gebe sie gerne weiter in meinem Tätigkeitsfeld. Sie ist sehr kurz gehalten, also nehmen Sie das wirklich wahr, was er gesagt hat. Laden Sie sich einfach mal runter, schauen mal, es sind gute Beispiele, es ist gut erklärt. Jetzt haben wir schon von den beiden Rednern gehört, TOP, technisch, organisatorisch, personenbezogen. Was steckt alles dahinter? Was kann die BGW dazu leisten? Ja, was ist mit diesen ganzen kleinen Hilfsmitteln, große Hilfsmittel und? Kommen wir gleich dazu. Haben Sie Fragen an den Herrn Fischer? War es doch zu theoretisch? Nein. Sie sind jetzt alle am Runterladen schon von der Lastenhandhabungsverordnung. Das Handy muss jetzt gerade kontrolliert werden, oder? Keiner Fragen. Ich würde sagen, wir gucken mal. Darf ich eine Frage stellen ans Publikum? Ja, gerne. Ich sage mal umgekehrt. Ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, hier ist ja schon so ein ausgewählter Kreis. Wer schon zu dieser Veranstaltung kommt, die machen schon einiges in ihren Betrieben. Wer dann noch in diese Veranstaltung hier kommt, die werden wahrscheinlich auch schon einiges bewegt haben zu diesem Thema. Wer, ich sage es auch nicht weiter, wenn Sie, wer hat das erste Mal von dem Thema Lastenhandhabungsverordnung gehört von Ihnen? Oder machen wir es umgekehrt. Wer kennt die Lastenhandhabungsverordnung? Wer hat sie schon gelesen? Wie gut, dass der Livestream das jetzt nicht sieht. Okay, nee, der geht ja nur hier vorne sozusagen. Okay, also das ist einfach so ein bisschen die Botschaft. Schauen Sie mal rein, Gesetze lesen. Ich hatte mal einen Jura-Prof, der sagte, Gesetze lesen fördert das Rechtsverständnis.
Und er hat tatsächlich recht, weil, so langweilig das auch erscheinen mag, es ist meistens einfacher geschrieben als in irgendwelchen Schriften, die seitenweise versuchen, was zu erklären oder in Vorträgen, wie meiner jetzt, der versucht irgendwie zu werben. In dem Gesetz steht es kurz, knapp, prägnant, ich weiß, was zu tun ist, wunderbar. Mehr brauchen wir eigentlich nicht, selten zumindest. Dankeschön, da kann ich auch nur zustimmen. Vielen Dank, Herr Fischer. So, wie angekündigt, das waren zwei Parts aus dem Bereich Prävention. Wir widmen uns jetzt gerne noch dem Thema Rehabilitation, der ich auch angehöre. Ich würde da die Frau B. Schön gerne auf die Bühne bitten. Ja, wir kommen jetzt hier auch so individuell, habe ich schon mal gelesen, jetzt in den Vorträgen. Es geht jetzt hier um das Thema Individualprävention, Frau B. Schön. Ja? Ganz genau, im Und, Schwerpunkt, genau. Sie sind da schon irgendwie so ein bisschen Spezialistin, würde ich mal sagen. Zum Thema Steuerung, Koordination, BGW Rückenkolleg habe ich was gelesen. Da machen Sie so einiges und da haben Sie wahrscheinlich auch ein paar ganz gute Tipps heute für das Publikum hier im Saal und auch im Livestream. Und ich bin gespannt, was Sie uns mitzuteilen haben. Ganz genau. Also da ist die BGW auch auf dem Vormarsch. Obwohl wir rückblickend schon 25 Jahre an diesem Thema Individualprävention im Detail dran sind, so mal vorab. Wir haben jetzt eine Menge über wesentlich erhöhte Belastung reduzieren gehört. Wir haben gelernt, dass gesetzliche Grundlagen uns verpflichten, vor allem Sie in den Betrieben verpflichten, dafür zu sorgen. Und jetzt ist es einfach so, dass wir uns ja fragen müssen, dem Ganzen müssen ja auch Taten folgen. Und an der Stelle habe ich das Vergnügen, Ihnen vorzustellen, was die BGW tun kann, um Sie dabei zu unterstützen. Ich möchte Ihnen Präventionsangebote für Ihre Branche, also für die Zielgruppe Krankenhäuser und Kliniken vorstellen, die Sie nutzen können, bitte auch aktiv abrufen. Und der Schwerpunkt, wie Frau Habel eben schon sagte, liegt bei mir auf dem Thema Individualpräventionsangebote zum Thema Rücken, wo wir eben schon, wie gesagt, viele Jahre unterwegs sind. Ich möchte Ihnen dazu einmal vorstellen, wir haben da sozusagen ein Paket geschnürt, was wir regelhaft Ihnen auch anbieten. Da handelt es sich um vier Angebote im Prinzip, um die Rückensprechstunde, um das Rückenkolleg und im Anschluss noch eine Arbeitsplatzbegleitung und den Refresherkurs. Auf einen Blick. Das Ziel des Ganzen ist es, frühzeitig anzupacken, wenn Berufskrankheiten Verdacht entsteht zum Thema Rücken, also die sogenannte Berufskrankheit 2108, so ist sie einmal aufgelistet, gesetzlich, weil wir vorhin bei den gesetzlichen Vorgaben waren. Und wir in der BGW und auch andere Unfallversicherungsträger kriegen ja regelmäßig Berufskrankheiten Verdachtsmeldungen und gucken dann natürlich, dass wir dort an der Stelle frühzeitig einsetzen, um eben den Verbleib im Beruf zu fördern, was beim Thema Rücken eine dankbare Aufgabe auch ist. Wir haben als erstes die BGW Rückensprechstunde dann im Einsatz. Derjenige wird eingeladen und wir haben das als Instrument etabliert, so kann man es vielleicht sagen, als Filterinstrument, um zu schauen, wie können wir auf kurzem Wege unkompliziert ansetzen. Wir gucken, dass wir an einem Tag schauen, wie sieht es aus, kommen die Beschwerden vom Beruf und dann können wir auch gleich ansetzen und besprechen, mit welchen Maßnahmen die BGW unterstützen kann. Das betrifft eben schon konkret von Rückenbeschwerden, insbesondere Lendenwirbelsäulenbeschwerden betroffene Beschäftigte und ist uns einfach ein Anliegen, dass wir es in die Breite tragen. Das Anschlussprogramm daran ist das BGW Rückenkolleg, auf das ich etwas tiefer eingehen möchte. Das BGW Rückenkolleg ist ein Qualifizierungsangebot, wo der Betroffene, die Betroffene mit Rückenbeschwerden konkret im Kern rückengerechtes Arbeiten lernt. Und aber dabei auch umfassend und ganz gezielt am Ansatz der eigenen Rückenbeschwerden therapeutisch betreut wird durch verschiedene Fachtherapeuten und auch ärztliche Betreuung ist mit dabei.
Im Detail erläutere ich nochmal, was das genau ist an Betreuung und ergänzenden medizinischen Maßnahmen. Zunächst möchte ich erst einmal nochmal sagen, für wen ist denn eigentlich das Rückenkolleg? Wir haben den Schwerpunkt bei der BGW natürlich auf der Pflege, also die Pflege ist bei uns die Kernzielgruppe und wie soll ich sagen, die Voraussetzungen, um ins Rückenkolleg zu kommen, sind immer angelehnt an die Berufskrankheitenverordnung, speziell an diese Berufskrankheit 2108, nämlich LWS-Beschwerden müssen vorliegen und aus Krankenhäusern, ambulanter Pflege, also stationärer Pflege, alle im Grunde Berufsgruppen, die mit Patienten umgehen, mit erwachsenen Menschen Transfers zu tun haben, sind herzlich willkommen. Wir haben aber auch Versicherte aus anderen Berufsfeldern, da geht es um den Umgang mit Lasten, das sind im Prinzip, kann man sagen, alle anderen Berufe, wo wir auch gucken, dass wir diese Versicherten bedienen und das anbieten. Das BGW-Rückenkolleg beinhaltet einmal einen Therapieteil, also interdisziplinäre Teams haben im Wesentlichen den Schwerpunkt auf therapeutischen Maßnahmen. Sie sehen, das ist eine ganze Reihe an Therapeuten, die dort zusammenarbeiten. Außerdem haben wir noch einen ergänzenden Part, der einmal ein psychologisches Gesundheitstraining beinhaltet, aber auch Ernährungsberatung. Es passiert auch eine Beratung zu Hilfsmitteln. Herr Fischer ist da kurz drauf eingegangen. Das sind natürlich die wesentlichen Themen auch der BGW, die uns wichtig sind, dass beim rückengerechten Arbeiten auch bekannt wird, mit welchen Hilfsmitteln geht man um. Da ist auch immer eine rasche Entwicklung bei den Herstellern, sodass wir dort Hand in Hand arbeiten und zum Beispiel das erwähnte Praxisfeld in Dresden dort auch immer neue Hilfsmittel testet und wir uns beraten, welche können empfohlen werden. Und das wird wieder zur Schnittstelle ins Rückenkolleg und auch zu weiteren Rückenangeboten ausgetauscht, sodass das eigentlich ein ständiger Kreislauf ist, so kann man es wohl sagen. Die Unterbringung ist direkt vor Ort am jeweiligen Standort, dauert 3 Wochen und hier sehen Sie einmal unsere Standorte des Rückenkollegs, unsere Partner, die BG-Kliniken. Wir haben einmal eine Kooperation mit dem BG-Klinikum in Hamburg und dort als Ableger, ich muss mal eben gucken, ob ich das darstellen kann. Ich glaube, den roten Punkt sieht man nicht. Aber oben links die BG Nordsee Reha Klinik. Dort haben wir auch noch eine Außendependance sozusagen als Rückenkollegstandort. Und dann nochmal rechts im Bild das BG Klinikum Bergmannstrost in Halle. Und ich habe mir erlaubt, auch einen kleinen Blick in die Zukunft zu wagen. Das Rückenkolleg zieht um, so kann man das mal überschreiben. Ende 2020, es bleibt in Halle, aber es zieht aus dem BG-Klinikum aus und die BGW nimmt es dann sozusagen in eigene Hände. Es kommt in BGW angemietete Räume und die Umbauten dort laufen auch schon, die Vorbereitungen dazu. Genauso Ende 2020 ist in Planung, dass es in Hamburg umzieht und zwar aus Boberg, also BG-Klinikum Hamburg, in das neue Präventionszentrum, was geplant ist, zusammen mit der Verwaltungs-BG in der Hafen City. An der Stelle möchte ich auch gleich noch mal einen Hinweis geben, wenn Sie Näheres wissen möchten, was im Rückenkolleg passiert. Wir haben die Kollegen aus dem BG-Klinikum in Hamburg zu Gast, die freundlicherweise den Rückenkollegstand draußen betreuen. Dort können Sie sich auch mal Hilfsmittel anschauen, sich auch mal gerne transferieren lassen im Patientenbett und dort auch ein bisschen nachfragen, was passiert denn eigentlich. Das sind langjährige Kolleginnen aus dem Hamburger Rückenkolleg, einmal die Frau Fricke und die Frau Wegener und der Kollege Herr Hartwig aus der BGW in Hamburg aus dem Reha-Bereich, der berät Sie gern auch noch mal zum konkreten Ablauf, wie laufen diese Maßnahmen ineinander. Dann haben wir ein Anschlussangebot, denn das, wie soll ich sagen, das ist im Laufe der Jahre entstanden, weil wir uns gesagt haben, jetzt war jemand im BGW-Rückenkolleg und was passiert dann eigentlich im Betrieb? Kann er dann mit diesem theoretisch Erlernten auch was anfangen? Kommt da klar? Sind die Situationen vor Ort so, dass die Hilfsmittel zum Beispiel da sind oder Platz ist, um auch ein Patientenbett mal von der Wand abzurücken oder solche Dinge? Und dieses Feedback haben wir immer schwer bekommen.
und haben dadurch ein anderes Angebot eingeführt, nämlich die Arbeitsplatzbegleitung, die diese Kette ergänzt. Also vor Ort kommt ein persönlicher Trainer der BGW vorbei oder auch Trainerin und unterstützt das im Rückenkolleg Erlernte am Arbeitsplatz. Die Begleitung, die passiert für 1 bis 2 Schichten und man kann nochmal individuell fragen, Mensch, funktioniert nicht so, kannst mir mal helfen, wie kann ich das rückengerecht umsetzen, die konkrete Situation am Arbeitsplatz. Und das Charmante, wie ich finde, ist ein Abschlussgespräch, was am Ende dann stattfindet, wo auch die Arbeitgeberseite dann eingebezogen wird und wir an der Stelle sozusagen den Schulterschluss machen zum Thema Rücken im Betrieb, primär präventiv, aber auch eben konkret bezogen auf den einzelnen Betroffenen oder die einzelne Betroffene. Und dort kann man nochmal Fragen stellen, man kann alle Beteiligten zusammenziehen und auch dieses Angebot haben wir schon recht lange im Programm und in der Regel wird es gut angenommen. Ich hatte mir am Anfang so ein bisschen Sorgen gemacht, gibt es da vielleicht Befürchtungen, wenn dann auch die Führungskraft mit am Tisch sitzt, aber das hat sich gar nicht so bewahrheitet. Also das ist eigentlich eine schöne runde Sache geworden. Und dann haben wir noch in dem Gesamtpaket ein letztes Angebot, nämlich den Refresher des Rückenkollegs. Der wird so 1 bis 1,5 Jahre nochmal an dem jeweiligen Rückenkollegstandort durchgeführt. Und das Charmante daran ist, also er dauert 1 Woche, und das Charmante daran ist, dass man dann nochmal in den Austausch kommt und sagt, okay, was hat mir das eigentlich gebracht die letzten 1,5 Jahre und was kann ich nochmal auffrischen? Und eben dieser berufsinterne Austausch in der Gruppe wird auch sehr geschätzt nach dem Feedback, was ich immer so bekomme. Dann fragen Sie sich möglicherweise, wie kann ich meinen Arbeitnehmer oder ich selbst jetzt ins Rückenkolleg kommen, beziehungsweise auch diese gesamte Angebotskette wahrnehmen. Wir haben es ganz kurz auf die Folie gebracht. Melden Sie sich einfach bei Ihrer BGW in der Region. Wir haben 11 Bezirksverwaltungen, die Sie gerne da beraten. Gehen Sie auf bgw-online und dann sehen Sie, welche Bezirksverwaltung da für Sie in Frage kommt und rufen Sie einfach an oder schreiben Sie, mailen Sie, kein Problem. Meine letzte Folie, ich hatte ja von Präventionsangeboten gesprochen. Wir haben noch weitere Angebote in der Primärprävention im Portfolio. Da ist mir einfach nochmal wichtig zu sagen, dass diese Angebote, die Sie hier links sehen, speziell für Ihre Branche sind. Das ist einmal ein Gesundheitszirkel, ein Qualifizierungsprodukt für auch Ihre Branche, aber auch für andere Branchen, für Unternehmer und Arbeitnehmer. Da geht es um den Aufbau von Gesundheits- und Qualitätsentwicklungsprozessen, inklusive aber auch Umsetzung, also sprich Ziele und Maßnahmen werden dort auch behandelt. Über diese Bestellnummern darunter, also Produktnummern, können Sie die alle auch auf der BGW-Online-Seite raussuchen und sich runterladen, nähere Info, beziehungsweise sich anmelden, je nachdem, ob es ein Seminar ist oder nicht. Dann möchte ich einmal die Organisationsberatung kurz vorstellen. Die ist die Organisationsberatung Rücken, speziell für medizinische Branchen. Die bieten wir an für Arbeitnehmer und Führungskräfte und Betriebsärzte. Das ist ein modulares Beratungsangebot zur Organisationsentwicklung in Unternehmen. Auf der Basis haben wir schon gehört von Topaz R, also wir versuchen auch hier überall diese Grundlagen mit einzubringen, sodass Sie dann auch sicher sein können, dass diese Dinge, die als Rahmenvorgabe sozusagen von meinen Vorrednern Ihnen jetzt nochmal näher gebracht wurden, dass die sich dort auch widerspiegeln. Als drittes die Arbeitssituationsanalyse. Nee, ich sehe den roten Punkt immer noch nicht. Also da links der Bullet Point BGW Arbeitssituationsanalyse, auch für alle Branchen, Arbeitnehmer und Führungskräfte zur Ermittlung von ungenutzten Ressourcen und ungenutzten Ressourcen und auch Brennpunkten. Dann haben wir noch den Strategietag Rücken.
Speziell für die Klinik- und Pflegebranche, für Führungskräfte, aber auch Arbeitnehmer und Experten, Betriebsärzte zum Beispiel. Das ist ein Eintages-Workshop, der auch recht gut angenommen wird, wo wir ganz froh sind, dass wir an einem Tag dann mal so einen Überblick schaffen können zu Voraussetzungen, zur Prävention von Rückenbeschwerden. Also es ist im Prinzip eine Standortbestimmung, wo Sie stehen im Betrieb. Und am Ende werden dann Strategie und Maßnahmen speziell für Ihre Situation nochmal dargestellt bzw. erarbeitet. Und zu guter Letzt eine Seminarreihe, das sogenannte SAP-Seminar Prävention von Rückenbeschwerden. Da haben wir, da machen Sie sich vertraut mit der Rückenprävention, mit Hilfsmitteln, Umsetzung im eigenen Betrieb, so ganz allgemein. Und wenn Sie da Näheres zu wissen möchten, bin ich ganz froh, haben wir auch hier einen Dozenten im Raum, mindestens einen, sage ich mal ganz vorsichtig, den Sie auch gerne nochmal fragen können, was im Detail dort läuft. Und da möchte ich es nicht versäumen, Herr Fischer hat es schon angesprochen, der Tipp oben rechts, unsere DGUV-Informationen, die erste hatte er schon angesprochen und die zweite möchte ich Ihnen auch nochmal ans Herz legen, das ist die DGUV-Info 270021, das rückengerechte Arbeiten in der Pflege und Betreuung. Ich glaube, dann haben wir so ein gutes Gesamtpaket geschnürt und Sie hoffentlich auch nicht zu überlastet, dass Sie diese Informationen auch mitnehmen können. Ja, dann danke ich fürs Zuhören und gebe die Fragerunde frei. Frau Habel, unterstützt mich da nochmal bei. Sehr gerne, ja. Vielen Dank, Frau Bildschön. Paket. Also ich würde mal sagen, es ist ein Riesenpaket. Es ist ein Riesenpaket. Und wenn ich jetzt so als Zuhörer hier sitze, der davon eigentlich noch nie was gehört hat, obwohl wir schon seit 25 Jahren machen, das ist jetzt kein Manko, das heißt jetzt auch nicht, wir machen Ihnen jetzt ein schlechtes Gewissen. Es geht darum, dass Sie diese Angebote sehr gerne annehmen oder halt Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit bieten. Das ist ein Paket, was dem Arbeitgeber nichts kostet. Sie kriegen eine geschulte Kraft, wenn wie gesagt eine Wirbelsäulenerkrankung bestätigt ist, aus medizinischer Sicht, die wieder gut und aktiv einsteigen kann. Ja, mit ganz vielen Ideen, mit ganz vielen Hilfsmitteln, die dann auch genau für die Abteilung passend gezeigt werden. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir sagen Hilfsmittel. Hilfsmittel können eine ganze Menge sein. Die Frage ist nur, was ist in Ihrem jeweiligen Bereich wirklich das richtige Hilfsmittel oder die richtigen Hilfsmittel? Das ist dort alles mit inbegriffen. Also es ist wirklich ein großes, tolles Paket mit ganz vielen Gedanken und mit sehr hoher Nachhaltigkeit. Dahingehend meine Frage, haben Sie Fragen? Es ist eine ganze Menge gewesen. Also die Frau Bierschön hat jetzt so gesagt, also Sie können die Mitarbeiter melden, die erkrankt sind. Natürlich kann sich auch der Mitarbeiter bei der BGW melden. Also jeder kann in irgendeiner Art und Weise eine Meldung machen, wenn eine Person tätig ist, die Heben und Tragen tut, Transfers ausübt und ja, da unten, ne, so im Lendenwirbelsäulenbereich, wehtut. Melden, dann starten wir. Wie weit wir gehen und wie weit wir gehen können, das besprechen wir gemeinsam. Ich habe nämlich gesehen, einige haben schon fotografiert. Wo kann ich was hinmelden? Wo kann ich eine E-Mail schicken? Okay. Doch noch Fragen? Traut sich keiner? Hat denn jemand hier Rücken oder sind hier alle gesund? Wer hat Rücken? Keiner? Also ich merke das immer, wenn ich dann auf dem Stuhl sitze, so die ganze Zeit, und ich glaube, das ist jetzt gestern und heute auch der Fall, dass wir viel sitzen. Gut, wir dürfen jetzt stehen, wir haben den Luxus. Aber alle anderen, die hier sitzen und sitzen wieder, also das geht schon so ein bisschen auf den Rücken. Rückenschmerzen hat jeder irgendwo. Okay. Gut, ich möchte Sie auch gar nicht weiter auf die Folter spannen. Ich würde sagen, ich bedanke mich bei allen drei Referenten, Frau Bildschön, Herr Römer, Herr Fischer. Ja, und kann nur sagen, einen wunderschönen Abend. Genießen Sie die Abendveranstaltung. 17.30 Uhr, wenn ich mich recht erinnere, ist Abfahrt. Und ansonsten sehen wir uns morgen. Wiedersehen.